Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Und bevor ich irgendwas heute mache, ich habe mir gestern eine Schaufel besorgt. Die werde ich jetzt mal kurz verbessern. Und bevor ich zum Morgenappell und so gehe, lege ich den ganzen Krempel, den ich gar nicht haben darf, erstmal da unten ab. Und ja, heute wird gegraben, habe ich mir fest vorgenommen. Und währenddessen oder beziehungsweise vorher und nachher, oder nee, sagen wir vorher, vorm Graben werden wir auf jeden Fall noch gucken, ob wir irgendwo eine Tasse finden. Nicht Tasse. Taste. Ah! Das sind schon zwei sehr schwere Wörter. Da kann man mal durcheinander kommen. Also, gucken, ob ich heute noch irgendwo... Ich krieg die Krise. Ob ich irgendwo eine Tasse finde. Kann alles passieren. Nämlich entweder ja, ich finde eine Tasse, oder nein. Ja, ja, es ist schon unglaublich, was hier heute alles passieren kann. So. Das langt jetzt für vor dem Frühstück looten. Schnell rein. Hallöchen. Und arbeiten gehen. Schauen wir ein bisschen vorarbeiten. Wahrscheinlich werden sie mich jetzt alle gleich zerhauen. 74%. Das ist nicht mehr viel, bevor sie mich... Scheiße. Bevor sie mich anfangen zu verhauen. Scheiße, ich kann da kein Stühlchen draus machen. Da habe ich so eine Rotze dabei. Oh, hoffentlich machen sie mir da keinen Strick draus. Ich glaube aber nicht, mir ist das ja schon mal passiert. Na, Alter! Ich krieg die Krise. Kein guter Tagesanfang, wenn ich jetzt schon so Fehler mache. Aber das sollte eigentlich der letzte Fehler gewesen sein. Jetzt läuft's gut. Perfekt. Alles klar. Fertig mit Arbeiten. Den Krempel könnt ihr hier einsammeln, genau. Der hat nichts Gescheites dabei. Für was sind eigentlich die Schlafpillen? Ach genau, wenn jemand auf dem Boden geknüppelt ist, stimmt, damit kann man das verlängern. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich ja schon mal ausprobiert. So, schnell runter und schon mal anfangen. Drei. Ach, wollte gerade sagen, da ist ja eine Stütze, aber die war noch nicht aufgestellt. Nein! Was, mit einer Schaufel kann ich den zertrümmern? 88. 85. Ja, das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich richtig, richtig Kacke. Was machen wir denn? Was machen wir denn dagegen, ey? Bräuchte ich eigentlich doch noch ein Brecheisen. Irgendwo her. Wo ist denn mal jemand, der was verhökert? Hast du ein Brecheisen? Nein. Wo ist der zweite, der was verhökert? Wo ist er? Keiner da. Na gut, dann brauche ich wohl... Bisschen Plastikbesteck. Hilft ja nichts. Sinnlos in der Gegend rumstehen macht ja jetzt auch nicht so viel Sinn. Also ran mit dem Plastikbesteck. Wie viel geht davon weg dann? 80. Oh, immerhin 1% mehr als mit der Schaufel. Was ja irgendwie schon ein bisschen komisch ist, weil wir reden hier von Plastikgabeln im Gegensatz zu einer Metallschaufel. Schon ein bisschen komisch, aber das Spiel war ja noch nie realistisch. So, jetzt muss ich aber mal zum Appell, sonst... Ups.
Sonst regen sie sich wieder auf. Ich komme ja schon, meine Herren. Gut, dann hat sich das wohl mit dem Appell erledigt. Und weiter graben oder was auch immer ich damit mache. Was? Ich bin hier. Hier bin ich. Boah. Das war dann quasi mit meinem, als sie mich eingefangen haben, noch nicht abgelaufen, die Zeit. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber gut, jetzt weiß ich's. Also auch wenn ich geschlagen wurde oder hingerichtet wurde oder wie auch immer, ich muss trotzdem beim Appell gewesen sein. Nein, das gibt's doch gar nicht. Also die wollen, glaube ich, wirklich nicht, dass man hier in dem Spiel, hier in dem Gefängnis sich rausgräbt, habe ich gerade so das Gefühl. Die legen einem wortwörtlich Steine in den Weg. Das ist natürlich heftig. Wenn da jetzt jedes Mal ein Stein ist. Prost Neujahr, Leute. Prost Neujahr. Und mir fällt gerade was ein. Hier könnte ich gleich mal reinschauen. Ich habe ja jetzt ein Tretleiterchen. Wobei, das machen wir morgen, also am nächsten Tag. Wobei, könnte ich jetzt eigentlich auch machen. Jetzt ist wenigstens nicht so viel auf dem Gang los. Wo ist es? Tretleiterchen. Da ist es. Ich brauche aber noch eine Contraband-Pouch. Und ich brauche mal wieder Klebeband. Ich brauche mal wieder Klebeband. Oh, ich habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Ich könnte mich gerade so tierisch über mich aufregen. Hä? Ach, scheiße, der Schlüssel ist unten. Und jetzt habe ich richtig Kacke gebaut. Oh Mann, ich bin so dämlich. Die Kamera hat mich gesehen und es ist einer gekommen. Natürlich kam da einer, da kommt immer einer. Naja, gut, davon lasse ich mich jetzt nicht zurückwerfen. Ich weiß jetzt, dass da auf jeden Fall jede Menge Steine sind. Das heißt, ich gehe mir dann gleich mal... ich gehe dann gleich nicht graben, sondern ich gehe dann gleich einfach direkt hier rein. Das machen wir aber nach dem Arbeiten. Mal gucken, hat hier einer was Geiles dabei? Folie. Ich bringe die mal kurz weg. Schnell! Schlag mich, tötet mich. Moment. Ups. Nein, es ist kaputt gegangen. Das Drecksgitter ist kaputt gegangen, Leute. Da konnte ich jetzt nichts machen. Fuck. Und nochmal laden. Alter, das gibt's doch gar nicht. Also, was heißt das? Zeug vorfertigen. Brauchen wir ganz schnell wobei. Ach, das machen wir alles gleich. Also, ich brauche Klopapier. Muss ich unbedingt dran denken. Unbedingt an Klopapier denken. Gut, und die haben immer noch dieselben Sachen. Unbedingt an Klopapier denken. Das darf jetzt nicht aus meinem Kopf raus. Sonst habe ich wieder ein Problemchen.
Weil nochmal laden will ich in dieser Folge nicht mehr. Ich glaube, sonst raste ich aus. Und dann werde ich auch nach der Folge mal aufhören aufzunehmen, die Escapists, weil ich habe langsam Hunger. Und ihr solltet auch die Möglichkeit haben, Tipps zu geben. Hat das gewechselt? Nein, hat nicht gewechselt. Ich gehe schon mal vorarbeiten. Und gerade knarzt es irgendwie in meinem Ohr. Ich glaube, da ist ein Haar in meinem Ohr. Kennt ihr das, wenn euch ein Haar im Ohr kitzelt? Das nervt. Muss mal wieder zum Friseur. Die sind zu lang. Kommt, Jungs. Pisst euch mal nicht in die Hose. Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt arbeite. Könnte einen neuen Rekord heute geben. Auch wenn der Rekord natürlich geschummelt ist. Doch, das gibt einen neuen Rekord. Ich spüre es. Ich muss die nämlich alle nur noch aufsammeln und reintun. Ich glaube, ich habe 10. Und bam, locker neuer Rekord. So, und jetzt, ich brauche Klopapp. Einmal Klopapp. Ah, oh, hätte ich mir auch sparen können, die Zahnpasta zu verschwenden. Oh, Klebeband. Alter, die wollen mich doch veräppeln. Schnell in meine Zelle rein. Also. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Das wird zudem. Das sauen wir mal kurz ein. Und aus irgendeinem Grund verändert sich das jetzt gerade mal wieder nicht. So, wir machen uns jetzt mal eine verbesserte Contraband-Pouch. Natürlich nicht mit Kleber. Strapazierfähige Tasche ist das jetzt. Aha. Und mein Handy sagt, dass der Akku leer ist. Ja, liebes Handy, das habe ich gehört, aber es interessiert mich gerade nicht. Ach Mist, ich habe was vergessen. Die Leiter vergessen. So. Jetzt schnell nach unten durch. Leiter aufstellen. Und hier ist nichts. Für was ist dieser Raum gut, bitte? Kann mir das mal jemand verraten? Okay, ich könnte mich hier vielleicht rausgraben. Das wäre natürlich eine Option. Aber mehr bringt mir das auch nicht, dieser Raum. Nee, mehr bringt er nicht. Kann ich eigentlich einen Abdruck von dem Ding machen? Ne, das geht leider nicht. Scheiße. Ich hätte gern noch einen von denen. Aber, weil da unten bis zum Zaun ist es halt nicht weit, weißt du? Hier ist es viel weiter. Eins, zwei, drei, mach mal. Eins, zwei, drei. 3. Ich glaube, das sind sogar 2 schwarze Flächen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es sind 13, die ich hier raus muss.
Das ist halt schon viel, ne? Das ist richtig, richtig viel. Ich glaube, das ist ziemlich der nächste Raum. Wahrscheinlich. Aber jetzt will ich mal kurz was gucken. Hier bei dem Postraum. Da mal einer reingeht. Vielleicht ist es da nicht so weit von meiner Zelle aus. Ach Mist, war ich jetzt natürlich zu spät. Aber es könnte ja sein. Wäre natürlich mega gut, wenn ich vielleicht von dem Postraum raus könnte. Aber ja, das ist der perfekte Raum, um hier rauszugraben. Wirklich, Leute, der allerperfekte Raum. Allerperfektester Raum. Wisst ihr was? Das probiere ich, Leute. Ich weiß ja, dass. Moment. Boah, wo ist er? Der Officer Whitney, der hat ja so einen Schlüssel. Das heißt, bei dem könnte ich mir eventuell einen neuen noch machen. Falls die nicht auch zufallsbasiert die Schlüssel zugewiesen bekommen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Die werden wir dann einfach ab der nächsten Folge nachverfolgen, diesen Plan. Mal gucken. Weil dann brauchen wir leider halt auch komplett mal unser Seil und unser Brecheisen, die Brecheisen, die wir dafür verblasen haben, brauchen wir alles gar nicht mehr. Das ist ein bisschen bitter, muss ich sagen, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein, weil Routenschlüssel, der ist ja leider noch nicht wirklich in Sicht. Vielleicht kommen wir mit dem orangenen Kiem besser durch. Könnte ja klappen. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, der hat nicht mehr so viele Anwendungen, der Key. Einmal rein, einmal raus. Das ist zwei Anwendungen. Insgesamt hat ein Schlüssel vier Anwendungen. Das heißt, ich kann nur noch einmal rein, einmal raus. Das ist natürlich bitter. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall den nochmal. Ihr wisst schon, den Schlüssel nochmal holen. So. Und ich gehe jetzt noch mal schnell ein bisschen was looten. In der Hoffnung, dass ich eine Tasse finde. Aber ich glaube, hier die Seite habe ich schon heute. Ja, komm, brutzel mich weg, Mann, brutzel mich. Dann starte ich nämlich wieder gleich da oben und bin direkt wieder an meiner Beute dran. Wäre der Mega-Brüller, wenn ich jetzt noch schnell eine Tasse finde in der Folge. Nein, hört auf. Nicht schon ins Bett gehen. Ah, ich muss raus. Shit. Naja, gut. Aber neuer Plan. Und ich glaube, damit kommen wir ganz gut durch. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.